Gaußsches Eliminationsverfahren. Okay, 5 Übungen haben wir schon gemacht, jetzt hier die Übung 6, nochmal ganz kurz. Wir haben ein lineares Gleichungssystem, das heißt 3 Gleichungen und die sind alle linear, das heißt, die sind alle x hoch 1, y hoch 1, z hoch 1, da ist jetzt nichts irgendwie Quadratglieder drin oder so, sondern nur Linearglieder. Und wir haben hier Buchstaben, für die wir die Lösung nicht kennen. Und es gibt jetzt eine eindeutige, hoffentlich eine eindeutige Lösung für x, y und z. Und diese Werte, x, y und z, die man dann am Ende rausbekommt, die lösen dieses lineare Gleichungssystem eindeutig. So, also das ist das Ziel, diese Werte wollen wir finden. Es kann aber auch sein, dass es sie nicht gibt, dann wäre das Gleichungssystem eben nicht lösbar, aber das sieht man dann am Ende. Okay, was man jetzt erstmal machen muss, ist, man muss gucken, was sind das hier für Buchstaben. In diesem Fall hat man hier x, y, z. Es kann auch sein, dass man hier x1, x2, x3 hat oder abc oder was auch immer. Und dass man dann wirklich das so sortiert, dass man vorne alle x hat, in der Mitte alle y und hinten alle z und dann auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens alle Zahlen. Das ist bei den ersten beiden Gleichungen der Fall, bei der dritten nicht. Und somit müssen wir die minus 8 noch rüberbringen mit dem Rechenauftrag plus 8 und die Gleichung sieht dann so aus. Bei der dritten Gleichung fehlt auch das y, das macht aber nichts. Da sagt man, da steht ja quasi plus 0y. So, wenn man das hat, kann man das in diese erweiterte Koeffizientenmatrix umformen. Erweiterte Koeffizientenmatrix deshalb, weil man die ganzen Koeffizienten, also das, was vor den Buchstaben steht, nimmt. Nur die Zahlen, die ganzen x, y, z Buchstaben lässt man weg. Man nimmt nur die Zahlen, füllt das hier aus und packt dann einen senkrechten Strich hin und rechts von diesem senkrechten Strich alle Zahlen, die auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens stehen, untereinander. So, deswegen nennt man das erweiterte Koeffizientenmatrix. So, und jetzt ist mein Ziel immer, ich möchte durch diesen Gauss-Algorithmus, durch das Gaußsche Verfahren, möchte ich gerne Einsen in der Hauptdiagonale erzeugen. Hauptdiagonale ist das hier, wo im Moment noch die minus 1, minus 4 und 2,5 steht. Da sollen Einsen stehen und oberhalb und unterhalb der Diagonalen sollen Nullen stehen. Jetzt ist es wichtig, dass du immer in dem Schema vorgehst, so wie ich es dir jetzt zeige, weil es kann sein, wenn du nicht in der richtigen Reihenfolge dafür sorgst, dass in der Hauptdiagonalen Einsen und ansonsten Nullen stehen, dann kann es sein, dass du dir bereits geleistete Arbeit wieder kaputt machst. Also nehmen wir uns die minus 1 und probieren daraus eine 1 zu machen. Das kriegt man hin, indem man einfach durch minus 1 teilt. Minus 1 durch minus 1 ist 1. So, das heißt, man hätte dann sozusagen das erste Element erfüllt. So, das sieht dann so aus. Und was passiert aber noch? Du musst diesen Rechenauftrag, den du da hinschreibst, immer für die komplette Zeile machen. Also minus 1 geteilt durch minus 1 ist 1, 8 geteilt durch minus 1 ist minus 8, 0,5 geteilt durch minus 1 ist minus 0,5. Das heißt, du drehst überall die Vorzeichen. So, dann habe ich dir jetzt schon mal farblich markiert, wie geht es weiter. Wenn du das oben links Element fertig hast, dann musst du dich um die Elemente kümmern, die da drunter liegen und wirklich auch in dieser Reihenfolge vorgehen. Also um die 8 und um die 7. Daraus sollen ja Nullen werden. Wie kann man das machen? Also, man hat dann immer als Referenzelement das, was drüber ist, also die 1. Auf die bezieht man sich und probiert jetzt so geschickt zu verrechnen, dass aus der 8 eine 0 wird. Du darfst Zeilen miteinander verrechnen, du darfst sogar Zeilen tauschen, du darfst sogar Spalten tauschen, wenn es nötig ist, aber das ist hier nicht nötig, deswegen gehe ich nicht weiter darauf ein. Also, wenn man jetzt die erste Zeile mit 8 multipliziert und dann die zweite Zeile davon subtrahiert, also die erste Zeile mal 8 minus die zweite Zeile, dann entsteht eine neue zweite Zeile, weil man ja verrechnet hat. Das darf man ja. Also, gedanklich durchgespielt, 1 mal 8 ist 8, minus 8 ist 0. Genau das wollte ich erzeugen. So, gucken wir uns gleich mal an, was da rauskommt. Also, erstmal nur die zweite Zeile, das ist 0. Dann wieder, da muss man ja sozusagen die Zeile immer vollständig, die Zeilen miteinander verrechnen. Das heißt, auch die anderen Elemente musst du dir angucken. Also wieder, erste Zeile, da steht hier eine minus 8, mal 8 sind minus 64. Und dann minus die zweite Zeile, also minus minus 4 sind plus 4. Minus 64 plus 4 sind minus 60. So, und das kommt dahin. Dann minus 0,5 mal 8 minus minus 1. Hast du hier minus 3, dann minus 9 mal 8 minus das, was in der zweiten Zeile steht, minus 27, dann hast du hier minus 45. Und schon hast du hier eine neue zweite Zeile, die genauso gut ist wie die letzte zweite Zeile, die wir hatten, aber mit dem Vorteil, hier jetzt eine 0 vorne zu haben. Genauso machen wir es mit der dritten Zeile. Was muss man machen? Referenzwert ist die 1. Ich muss also die erste Zeile mal 7 rechnen und dann minus die dritte Zeile. Dann bekomme ich eine neue dritte Zeile. Also gehen wir es mal kurz durch. 1 mal 7 ist 7,
minus 7 ist 0. Jetzt muss man es aber für alle Elemente machen. Minus 8 mal 7 sind minus 56. Und dann minus 0 sind minus 56, trage ich hier ein. Dann minus 0,5 mal 7 minus 2,5 sind minus 6. Und minus 9 mal 7 minus 11 sind minus 74. So, also habe ich eine neue dritte Zeile, die auch wieder genauso gut ist wie die letzte dritte Zeile, die wir hatten, nur eben mit dem Vorteil, ich habe hier das Element geändert und habe jetzt hier eine 0. Super, ich habe jetzt also schon mal die 1 und ich habe die 0 darunter. Jetzt geht man in der Diagonale weiter nach, sozusagen nach rechts. Jetzt brauchst du hier in der Mitte eine 1. So, wie schaffst du das? Minus 60 steht da schon, du musst also geteilt durch minus 60 rechnen, und zwar die komplette Zeile. Dadurch siehst du hier, ich habe jetzt alle Elemente einmal durch minus 60 geteilt, bleibt hier vorne die 0, aus der minus 60 wird die 1, das wollte ich ja schaffen, und die beiden Elemente verändern sich entsprechend auch so. So, dann gehst du wieder eben diesen Schritt einmal runter unter dieses Element. Du willst jetzt die minus 56 zu einer 0 machen. Dein Referenzelement ist die 1 darüber. Also, was rechnen wir? Wir rechnen die zweite Zeile mal minus 56, damit eine minus 56 sich gibt, und subtrahieren davon die dritte Zeile. Somit entsteht da eine 0. So, okay, also was haben wir geschafft? Zweite Zeile mal minus 56 minus die dritte Zeile ergibt eine neue dritte Zeile. Die ganzen Verrechnungen sind genauso, wie ich es eben gerade auch schon 3-4 Mal erklärt habe. So, jetzt sind wir in der Diagonale noch ein bisschen nach rechts gerutscht. Jetzt geht es um dieses Element, um diese 3,2 hier. Wie kriegen wir die zu einer 1? Ja, ganz einfach, wir teilen durch 3,2. Das heißt, wir teilen die komplette Zeile durch 3,2 und die anderen Zeilen werden wieder übertragen, einfach abgeschrieben. 3,2 geteilt durch 3,2 ist die 1 und 32 geteilt durch 3,2 ist 10. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir die Hauptdiagonale und darunter die Nullen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch oberhalb der Hauptdiagonale, müssen wir jetzt nur noch Nullen erzeugen. Und da habe ich schon mal die minus 8 fett gedruckt, denn jetzt geht es wieder von links nach rechts. Erstmal müssen wir die minus 8 auf 0 kriegen. Referenzelement ist die zweite Zeile, ne? Also sozusagen immer in der Senkrechte denken. Die 1 hier muss mit 8 multipliziert werden und dann addiert man die Zeile 1 dazu und dadurch entsteht dann eine 0. Und das macht man für die kompletten beiden Zeilen und kriegt dadurch eine neue Zeile 1. Ne? Also du verrechnest komplett, zum Beispiel 0,05 mal 8 plus minus 0,5. Was kommt raus? Minus 0,1. Dann wieder 0,75. Ne, dieses Element hier mal 8 plus minus 9 sind minus 3. Du kriegst eine neue erste Zeile. Hier ist jetzt das Element 0. Und wir haben jetzt nur noch zwei letzte Elemente, die wir hier klären müssen. Die müssen zu einer 0 werden. Dazu wie immer, Referenzelement ist in der Senkrechte die 1, die hier in der dritten Zeile steht. Also ich mache es jetzt einfach mal im Verbund. Die dritte Zeile einmal mal 0,1 und dann die erste Zeile addieren. Das bringt mir hier die 0. Und einmal die dritte Zeile mal minus 0,05. Das würde ja hier minus 0,05 ergeben. Wenn ich dann die 0,05 gedanklich dazu addiere, komme ich auch auf 0, also passt das. Das sind meine beiden Rechenaufträge und die führen jetzt zu einer neuen Zeile 1 und einer neuen Zeile 2, die sozusagen hier dann ihre Nullen enthalten. Immer daran denken, alle Elemente sozusagen so zu verrechnen. Du siehst, dass die teilweise, dass es keinen Einfluss hat. Und deswegen ist es so wichtig, immer in der richtigen Reihenfolge vorzugehen, damit du hier links nichts kaputt machst. Diese Nullen und die Einsen, das haben wir ja schon sozusagen mühsam erkämpft. Das wollen wir nicht wieder hergeben. Und deswegen ist die Reihenfolge entscheidend. So, jetzt das noch gemacht, kriegen wir hier die Nullen, hier auch die Verrechnung. Und jetzt ist der Riesenvorteil, wir können hier rechts ablesen, was sind die Lösungen. Die Lösungen sind x ist gleich minus 2, y ist gleich 0,25 und z ist gleich 10. Das heißt, das Fazit ist, es gibt eine eindeutige Lösung, und zwar x muss diesen Wert annehmen, y diesen und z diesen, und dadurch hat man dann das lineare Gleichungssystem eindeutig gelöst.